Moin Leute, ich melde mich mit dem Kameradschafts-Werwolf Teil 24. Ja, Ärger in der Stadt. Ich kann das gar nicht immer so viel erzählen, wie viel Ärger das gab, weil die Geschichten wiederholen sich dann auch immer wieder und ich will ja auch nicht so viel Hate unter meinen Videos. Ich pick mir dann immer die Geschichten raus, die dann auch so die unterschiedliche Dynamiken hatten. Oder halt sehr einschneidend waren für den weiteren Verlauf bei Kameradschaft Werwolf. Zum zweiten Mal in meinem Leben sollte jetzt der Fußball wieder eine Rolle spielen. Ich war ja eine Zeit lang vorher, war ich so, was will ich sagen, so 10 Jahre vorher, 8 Jahre vorher war ich sehr viel aktiv beim VfB Lübeck, beim HSV, wo ich die ersten Hakenkreuz-Spookies bekommen habe, wo man dann noch sehr, also optisch noch mal mehr im Klischee unterwegs war, also mit 16, 17, 18 mit Springerstiefeln, New Balance, ja, irgendwelche Deutschland-T-Shirts und Glatze und man war natürlich noch ganz anders unterwegs. Jetzt, 8 Jahre später, kam ich wieder zum Fußball und nicht zum VfB Lübeck und auch nicht zum HSV, sondern diesmal sollte es Hansa Rostock sein. Hansa Rostock hat eine sehr, sehr lebhafte Fanszene, hat auch, glaube ich, einen großen Wandel durch, war mal sehr politisch, deswegen hoffentlich nehmen wir die Hansa Rostock-Fans das hier nicht so übel. Wir sprechen über eine Zeit, würde ich sagen, 2003, 2004, 2005, wo natürlich noch viel unterwegs war. Ich selber hatte wenig Bezug zu Hansa Rostock. Ich war ja dann von Lübeck nach Wismar gezogen und in Wismar war das ganz normal, dass viele Rostock-Fans sind. Rostock ist sozusagen in Mecklenburg-Vorpommern so der einzige erfolgreiche Verein, darf man das so sagen? Oh Gott, kriege ich bestimmt Hate. Hat eine sehr, sehr große Fanbase, gab natürlich auch sehr viele HSV-Fans oben im Norden, aber traditionell dann schon bei Hansa Rostock. Und viele der Kameraden aus der Kameradschaft Werwolf waren sozusagen aktive Hansa Rostock-Gucker. Ja, war so nie so unbedingt, dass sie gesagt haben, die kannten den Spielplan auswendig, die kannten auch nicht so alle Spieler oder sonst was, aber man hat es verfolgt, wenn es mal im Fernsehen lief oder am Radio oder haben sich gefreut, wenn die gewonnen haben. Ja, und da war das dann auch, so, hat man mal drüber hinweggeguckt, wenn dort mal ein Schwarzer gespielt hat, obwohl der dann natürlich auch im Stadion, wie beim HSV auch und bei vielen anderen Vereinen damals noch, aus einer Dynamik heraus oder aus Einzelmotivation dann beleidigt worden ist. Ich sage es ja immer wieder im Stadion, was ich auch gemacht habe, aber ich war natürlich rechts, aber auch im Stadion war das oft, gab es diese U-U-U-Rufe und wenn ein schwarzer Spieler am Ball war, wenn er ein Tor geschossen hat, wurde das Tor trotzdem gefeuert, wenn er Scheiße gespielt hat oder der Schwarze von einer anderen Mannschaft mit U-U-U. Und da haben so viele mitgemacht, die vielleicht gar nicht so politisch unterwegs waren, die würden das alleine in der Fußgängerzone nicht zu jemandem machen, aber dann im Stadion macht man das mit so aus Gruppendynamik. Und ja, die Jungs haben sich auf jeden Fall dafür so interessiert. Ey, bei uns im Werwolf-Club hing auch so eine Hansa Rostock-Fahne und ein Hansa Rostock-Schal. Und das war für mich dann okay. Ich hatte während meiner Radikalisierung hatte ich mich für Fußball wenig interessiert. War Brot und Spiele für die Massen, ja, so wo ich ganz auf dem Höhepunkt meiner Radikalisierung war, wo ich mich dem Nationalsozialismus auch so nahe gefühlt habe, war das für mich einfach so, Brot und Spiele und das alles inszeniert, das soll nur ablenken von den ganzen Problemen und so weiter. Und habe auf den Fußball herabgeguckt und war da auch nicht dran interessiert. Jetzt trat mit der Kameradschaft Werwolf ja auch wieder viel Spaß in das Leben so gefühlt. Und dann war es so auch ganz klar, okay, wir können ja mal auch zum Fußball fahren. Einige sind immer mal vereinzelt hingefahren. Und das werde ich euch jetzt auch berichten, wie wir das machen. Ich suche ja immer noch einen Gesprächspartner, der aktiv in der Hooligan-Szene ist. Das, was man auch wirklich auf der Wiese macht oder der da raus ist und darüber berichten möchte, darf sich gerne bei mir melden. Kontaktdaten sind unter diesem Video. Ich selber war ja nie der sich so auf der Wiese geboxt hat. Ich bin mal mit gewesen. Das war aber mehr Drama als alles andere. Aber dazu kommen wir jetzt. Wir waren ja schon so als Gruppe, besonders so als rechtsextreme Gruppe, waren wir für die spontane Gewalt so zuständig. Was damit gemeint ist, dazu kommen wir jetzt. Also, wie läuft das so ab? Ich kann jetzt kein konkretes Spiel rauspicken, weil der Fußball, das muss ich leider gestehen, war für mich Nebensache. Ich selber habe aus diesem Fußballtermin, aus so einem Fußballspiel, wenn wir ins Ostseestadion gefahren sind, war das absolut nebensächlich, sondern der Tag war die Attraktion.
Wir haben uns dann morgens getroffen. Nicht alle in der Kameradschaft Werwolf hatten da Bock drauf. Ich sag mal so, die Hälfte hatte da ein gewisses Interesse dran und die andere Hälfte ist mitgekommen, einfach wegen dem Abenteuer, wegen der Attraktion oder wir können hier Gewalt ausüben. Ja, wir sind unterwegs als Gruppe und wir können uns scheiße benehmen. Da gibt es ja immer so den Slogan, auswärts ist man asozial und da denkt man, kann man ja machen, was man will, weil man wird eh nicht belangt oder so oder keiner kennt einen. Deswegen ist ja bei vielen Fußballsachen auch, dass so viel zerstört wird, auch außerhalb oder die Züge und so weiter, war ich auch alles ein Teil von. Also wir haben uns dann mit der Hälfte der Mitglieder, was weiß ich, mit 8, 9, 10 Mann haben wir uns getroffen, morgens am Werwolf-Club, wenn dann Hansa Rostock nachmittags gespielt hat, was weiß ich, 15.30 Uhr, Anpfiff, ich weiß auch nicht, welche Liga Hansa Rostock zu dem Zeitpunkt gespielt hat, aber ich glaube sogar, dass die sogar noch zweite Liga da gespielt haben. Kann ich, ist aber keine Garantie drauf, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, wie fängt das dann an? Man fängt so los. Ich musste mir auch erstmal einen Hansa Rostock-Schal besorgen lassen. Da habe ich einen der Jungs dann gesagt, bring mal einen Hansa Rostock-Schal mit, damit ich auch zu erkennen bin, für wen ich bin. Hätte ich mir jetzt selber so nicht zugelegt. Aber dann trifft man sich morgens am Clubhaus. Viele haben die Nacht schon durchgefeiert, von Freitag auf Sonntag waren dann noch im Clubhaus oder haben im Clubhaus geschlafen, stehen dann auch morgens direkt auf mit noch 1 Promille Restalkohol, die anderen kommen an, es wird um 9 Uhr, wird sich getroffen so circa, am Tresen werden die ersten Schnäpse, die ersten Bier getrunken, es wird sich eingestimmt, ja, dann laufen auch so, so Fußballlieder oder man hört so Bands, so Kategorie C wurde damals so gefeiert, die dann so über Fußball, Hooliganism haben die gesungen oder singen die immer noch und damit wurde sich dann eingestimmt, ja, dass man gleich losfährt zum Prügeln und das Adrenalin steigt, so Musik, um sich aufzupuschen. Musik wie immer, das, was so antreibt, besonders wenn man dann so angepusht wird oder auch zur Gewalt aufgerufen wird. Ja, dann wird der erste Alkohol konsumiert, zum Fußball war mal ganz klar, wir haben immer natürlich keine Fahrer gefunden. Wer sich dann freiwillig dafür schon hingibt, dann irgendwie in sein Auto 4 Besoffene reinzupacken und selber bleibt man nüchtern am Stadion und guckt den anderen zu, wie sie dann Randale machen oder so, das stand nicht zur Debatte. Also ab zum Zug. Man kommt dann schon so als Gruppe an. Alle kleiden sich natürlich auch so. Martialische Kleidung ist dann so ganz wichtig. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Strömungen so. Es gibt ja auch die beim Fußball, die so ganz schick umherlaufen. Die haben besondere Marken, die sie dann tragen. Ja, da gab es auch sehr, sehr viel teure Sachen. Das hat sich dann immer gewandelt. Das sieht man dann immer ganz gut so in den Kurven oder davor, wer dann wer, wie, was alles trägt. Und wir waren, gehörten aber natürlich zu der Fraktion, die äußerlich natürlich ihre Gruppe zeigen wollten. Also wir haben die Zipperjacken von Werwolf angezogen, T-Shirts, ja, die schon eindeutig als rechte Fans zu erkennen, mit dann den Schal so mit Knoten nach unten gebunden oder dieses dünne sozusagen, ja, dieses so ein Mittelding aus Schal und Halstuch so, ja, dass man so als Hansa-Fan zu erkennen ist. Und sind dann zum Bahnhof gekommen, da steht dann natürlich die bunte Mischung, auch Hansa Rostock hatte damals noch ganz viele so Kuttenträger, das kommt ja auch wieder, das feiere ich ja ab. Ja, ich glaube, da ist Schalke aber ganz weit vorne bei sowas. Und da ist schon die Stimmung für viele, wenn wir da so auftauchen, oh, kein Bock drauf so, weißt du, das merkt man jetzt schon, wenn ich das heute beobachte. Da spüre ich das, damals hat man das so gedacht, so, da fühlt man sich auch besonders toll, latscht so durch, so mit der Gruppe, ja, so Bier in der Hand, schmeißt die Bierdosen weg, keine Regeln gelten, weißt, wir brauchen auch kein Zugticket, ne? So in der Gruppe geht jetzt ja alles, wenn wir nachher in den Zug reingehen, dann sagt man, verpiss dich, weißt du, und macht so einen auf mega hart. Wenn wir dann vom Wismar losgefahren sind, sind da auch vielleicht erst 2, 3, 4 Polizisten mitgefahren oder so, wenn überhaupt. Wir sind auch immer relativ früh los, um dann noch am Stadion zu sein und Kneipen und so weiter und sind dann losgefahren. Die anderen Fans haben da schon immer keinen Bock drauf. Ja. Dann wird sich auch immer unter den eigenen Fans so lustig gemacht. Man setzt auch alle dann so herab und so, ey, wie läufst du denn rum? Und ja, man behandelt nicht alle gleichwertig so, dass man alle sagt, oh, schön, dass wir zusammen unterwegs sind und zusammen dann feiert oder ein Lied singt so im Zug. So. Da waren wir viel zu stolz so für, weißt du, so, dass man dann da so sitzt und das mitsingt oder so. Ja, wir haben dann eher so rassistische Sachen rausgebracht oder Songs mitgesungen. Ja, hatten auch oft Musik so mit. Und wollten damit dann alle beschallen. Ja, da kann man dann nicht so über seinen Schatten springen und man möchte ja unbedingt so einen harten machen. Zugfahrt ist auch scheißegal, kann man überall Füße rauf, kann alles dreckig machen, kann auch was kaputt machen, ist ja immer ganz lustig. Deutsche Bahn kotzt, glaube ich, richtig darüber ab. Ich finde das heute auch ganz fürchterlich, aber es war so, ja, ist so fremdes Eigentum, heute ist Randale-Tag, heute ist auswärts, heute geht alles und dann Alkoholgruppe, das tut alles so ihren Teil dazu. Ist ja eine kurze Zugfahrt von Wismar nach Rostock, raus aus dem Zug.
Dann geht es ein bisschen zu Fuß zum Stadion, ja, und da peitscht man sich schon immer so auf. Man sieht auch so andere mittlerweile, die Gruppen erkennen sich auch sehr schnell. Okay, wer sind hier Rechtsextreme, wer sind hier, welche sind hier da vielleicht auch zum Prügeln? Und dann natürlich die Masse der normalen Fans, auf die man alle herabguckt oder damals herabgeguckt hat. Geht man halt zum Stadion immer wieder Alkohol, Alkohol, man pöbelt rum, ja. Ist ja auch dann immer so, dass man an den Cops vorbeigeht, man bepöbelt die Cops und macht sich lustig über sie, dass sie da jetzt stehen müssen und wünscht einen schönen Tag sozusagen und bis nachher und ach, das ist alles so irgendwie, man fühlt sich so überlegen in dieser Gruppe und man hat es auch gar nicht gespürt. Das ist heute, was ich mich ja frage, wenn ich Leute heute so sehe, die wie ich auch aussah, man nimmt das gar nicht so wahr, dass man selber wie so eine Witzfigur ist oder dass man wie so eine Comicfigur durch die Gegend läuft und denkt, man ist so cool und man denkt, die Blicke sind irgendwie so, dass das Respekt ist oder dass dies Furcht ist, aber viele der Blicke sind doch einfach nur auch so, oh meine Güte, Alter, weißt du, schade, dass ihr zum Fußball geht und uns den Fußball kaputt macht, ja. Dann ist das so ganz klar, so vorm Stadion immer wieder Alkohol, gab auch immer ganz schnell Ausfälle dann so, ja, dass jemand dann gestützt werden musste und also das ist dann... Die Suche nach der Gewalt ist für uns damals an erster Stelle gewesen. Der Verein hat mich nicht interessiert, das Spiel hat mich nicht interessiert, das seht ihr in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, welche Liga, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, welche Tribüne oder was weiß ich, wo es hingehen sollte. Für uns war es nur, komm, lass los. Und dann immer an den Stadien sind ja oft so Kneipen, auch bei Hansa Rostock war damals so eine Gaststätte, auch mit so einer Art Biergarten draußen und innen drin haben sich die Fans getroffen, da konnte man auch noch was essen, aber da hat es sich nachher so gefüllt. Und dann immer wieder Bier und Schnäpse rein und das völlige Loslösen, ja, und man trifft so andere, ja, man trifft auch andere Rechtsextreme, die wir halt kannten und man befeiert sich und man schwört sich ein und sagt, oh, wir müssen nachher mal einen Sturm machen da, zu, mal gucken, wo die Fans da ankommen. Ich weiß nicht, was der Gästeblock in Hansa Rostock ist. Und ja, also immer mehr Gruppe, immer mehr Alkohol und dann geht's halt auch los und irgendwie dann richtig einen reingezischt und einige waren ja wirklich da, die dann auch Fußball gucken von uns, die von uns Fußball gucken wollten, die gesagt haben, ja, wir gehen aber schon mal hier zu den Plätzen und so und dann 4, 5 von uns haben gesagt, nee, wir bleiben hier in der Kneipe, wir gehen halt rein, nachher, wenn die Massen raus sind, wir stellen uns dann doch nicht mit Hans Arsch so mit in die Schlange und warten, dass hier unser Ticket kontrolliert wird oder sonst was, wir gehen halt später rein, ja. Und das ist dann so, dass dann so ein Kern so bleibt, die sich dann da auch vielleicht ganz spontan verstehen, ganz spontan treffen. Also dass es nicht nur Bekannte sind und die anderen sind weg. Und dann leert sich so eine Kneipe natürlich relativ schnell, weil alle zum Stadion wollen den Anpfiff miterleben, die dann auch für den Fußball da sind. Und wir sind dann drin geblieben, standen dann draußen. Und dann kommt man auch so auf die Idee und sagt so, lass mal gucken bei den anderen, ob da noch Gästefans kommen und so weiter. Und auch wenn alle erstmal im Stadion sind, ist für die Polizei ja draußen auch erstmal etwas gechillterer Moment, ja. Die machen dann immer, besonders wenn es auch Hochsicherheitsspiele sind, dann bleiben die natürlich in Daueralarmbereitschaft, weil wenn erstmal alles im Stadion sind, sind erstmal die Ordner zuständig oder die Polizei, die im Stadion ist. Und draußen ist dann erstmal Entspannung. Also die große Masse weg, wir draußen. Und dann kommt halt jemand auf die Idee und sagt so, ja komm, lass doch mal gucken bei den anderen und mal gucken, ob wir draußen jemanden abgreifen können. Und dann gibt es auch keinen, der dann so irgendwie sagt so, ah nee, lass mal hier bleiben oder lass mal doch ins Stadion gehen. Man kann gar nicht Nein sagen, weil dann irgendjemand sagt, ja willst du nicht, ja dann bleib doch gleich zu Hause, du Weichei oder was willst du nicht mitmachen für Hansa Rostock dann so, ja, da sind dann auch alle ganz weit vorne und da kommt man aus dieser Dynamik dann auch nicht mehr raus und geht dann auch mit, obwohl dann einige da gar nicht Bock drauf hatten. Und dann sind wir Richtung Gästeblock bekommen und da gibt es ja immer Nachzügler. Die haben Zug verpasst, die sind mit den Autos nicht rechtzeitig durchgekommen, haben sich in der Zeit verschätzt, was weiß ich, Baustelle. Ist ja auch scheißegal und es gibt immer Nachzügler, die später ins Stadion kommen oder die auch in Kneipen waren noch in Rostock in der Innenstadt und so weiter. Ich persönlich, ich wusste gar nicht, wer von Hansa Rostock auch ein Todfeindverein sozusagen ist, ja. Das wusste ich jetzt auch nicht. Und dann geht man so hin und man sieht so die Ordner, ja, und viele der Ordner sind natürlich auch, weil die vielen Sicherheitsdienste bezahlen ja die Ordner auch immer schlecht, dann sind das auch immer nicht die besten Ordner. Die nimmt man dann auch nicht immer für voll, das ist auch ein großes Problem. Und geht man halt so los und dann sucht man Regeln. Geht man zum Trupp von 20, 25 Mann los, Polizei sieht man dann draußen schon, die dann auch mal so guckt, so aus ihren Bulli-Transportern, wie sie dann so gucken. Und dann ist es wirklich, beim Fußball geht das so einfach leider. Und dann sieht man auch so eine Gruppe, so eine Nachzüglergruppe, ja. Die sieht man dann auch, die dann auch so mit ihrem, was weiß ich, die haben dann
Wir hatten blau-weiße Schals Hansa Rostock und die haben dann, was weiß ich, rot-weiß, ist ja egal. Und dann sieht man die und dann wird auch gepöbelt schon so von Weitem und dann, weißt du, hier typische Gesten und sonst was, schreit da so hin und fühlt sich so hart und sagt so, wir sehen uns nachher noch und schreit da rum und dann wartet man eigentlich auf die Legitimation, dass man die Gruppe angreifen kann. Und so passiert das dann auch oft und so war das bei uns auch. Dann sind wir da zur Kurve gegangen, sieht die so, bepöbelt die und dann pöbeln die aus der Gruppe auch zurück. Die haben auch eine Gruppendynamik, die haben auch Alkohol getrunken, die sind auch aufgepeitscht und dann zeigen die einen Fackfinger zurück und dann singen die, was weiß ich, Scheiß Hansa Rostock irgendwas, auch mit Fischkopf wahrscheinlich oder was weiß ich, keine Ahnung, wie man Hansa Rostock beleidigt. Und dann geben die Gruppen sich gegenseitig die Legitimation, okay, hier anzugreifen. Ja, also jetzt geht's los. Wir haben Fackfinger gezeigt. Oh, guck mal, die zeigen auch einen Fackfinger. Wie können die es wagen, uns einen Fackfinger zu zeigen? Das ist so paradox, aber so funktioniert das. Und dann sind sich auch alle einig und dann, und dann ist das wirklich so, muss man sich das so vorstellen, dass der eine den anderen so rüttelt und sagt, so, oh, wir müssen jetzt los, komm, das ist unsere Chance, lass angreifen. Und dann machst du mit. Und ich war da auch immer an vorderster Front. Jetzt beim Fußball war das jetzt nicht so unbedingt, war ich nicht so mega den Antrieb so da zu sagen, an vorderster Front zu sein. Aber bei der Schlägerei wollte ich mir nicht nachsagen lassen, dass ich so in zweiter Reihe war und habe nachher hier irgendjemanden eine Ohrfeige gehauen, der sowieso gerade am Aufstehen oder am Runterfallen war. Ja, da war das Image dann auch immer ganz wichtig, ja, dass danach dann auch alle erzählt haben, oh, ich habe gesehen, wie du den geboxt hast, oh, der ist 3 Meter geflogen und so. Die Geschichten, die man dann in Kneipen so auch von Fußballleuten oder auch von Extremisten und so hört, so ein Schlag, 3 Meter und ja, so ein Kerl, und den habe ich dann, und dann habe ich den gekickt, und oh, wenn du das wahrscheinlich von außen siehst, so eine Zeitlupe mit der Kamera, und die Geschichte, die erzählt wird, da sind dann immer ganz große, ja, da gibt es schon Differenzen in dem, wie man das selber erlebt hat oder sich selber wahrgenommen hat und wie es wirklich passiert ist. Und dann stürmt man wirklich los, und dann hast du entweder, bei dieser Gruppe war das so, dass die sich nicht irgendwie so ein Mega-Herz gefasst haben, ja, also. Die sind dann auch gelaufen, 3, 4 sind stehen geblieben. Und dann läufst du dann so mit 15, 16, 17, 18 Mann von uns, läufst du auf die zu. Und da gibt es auch gar nicht so, dass man sich nur so davor steht. Das ist beim Fußball halt so, da gibt es dann auch nicht, dass man so anhält und dann sich nochmal so, wie man das so klassisch so aus der Disco kennt, ja, wo man dann sich so gegenübersteht und man schubst sich so und dann wartet man nur, dass man hier einen Kinnhaken kriegt, sondern. Da läuft man schon los, um Gleichgewalt anzuwenden. Man hinterfragt das gar nicht, ob aus dieser Gruppe, weil auch Familienväter, Brüder, Söhne, natürlich alle so mit dem Fackfinger. Es ist normal, den anderen Vereinen Fackfinger zu zeigen und so, oder scheinbar normal. Und man läuft los und da gibt es keine Eskalationsstufe mehr, sondern wo man losläuft, ist es klar, jetzt gibt es Gewalt. Und man läuft auch gleich los, man springt rein, tritt zu, ja, auch wenn Leute da rumbrüllen und sagen, ey, ich habe damit nichts zu tun, die stellen sich dann so hin, weil man den Gegner entmenschlicht. Man spricht dann halt von dem Gegner. Man spricht ja nicht von den 12 Leuten, die da sind. Das ist jetzt nicht Stefan, Mike, Mohammed und was weiß ich wer, sondern das sind die Fans, die sind scheiße. Man hat vorher die Musik gehört, dass man ja rauf, Boxen, Adrenalin und der Gegner. Und das geht dann auch so, dass man das so entmenschlicht, weil die Gruppe wird gar nicht das Individuum gesehen, sondern immer drauf los und dann rein und dann wird getreten. Und da gibt es ja immer diesen schönen Kodex, na klar, wovon viele dann immer so singen. Aber das ist jetzt was anderes als das, was auf der Wiese dann so passiert, weil hier geht es einfach um rohe, grobe Gruppengewalt, ja, die dann ausgeübt wird, ja, rein und man läuft so rein, tritt, man sucht sich seinen Gegner, man schlägt um sich und Hauptsache alle sehen, dass man fühlt sich so mega krass, wenn man dann so mit 16, 17 Leuten da reinläuft, was ich, 5, 6 bleiben, sind stehen geblieben, die anderen laufen weg, dann lacht man, wenn die am Boden liegen und denkt, man ist der größte Held vom Erdbeerfeld. Es ist heute, wenn ich mir das heute so mal vorstelle und auch wenn ich das so bei Fußballgeschehnissen heutzutage sehe, schäme ich mich selber dafür und ich finde es auch schade, dass es das heute noch gibt. Fußball gehört allen und die gehört nicht den Leuten, die meinen, sie sind die krassesten in der Kurve oder am ultrasten oder sonst was, sondern der Fußball und im Stadion gehört allen. Da machen Fans ja oft einen Unterschied. Ich bin hier der krasseste Fan. Nee, da ist kein Unterschied, ob jemand ein Fan ist, der auf der Tribüne sitzt oder steht oder sonst was oder dass er im Fernsehen guckt, so eine Abstufung davon halte ich heute gar nichts mehr, ist aber heute auch sehr weit verbreitet.
Ja, und dann geht die Situation so los und dann siehst du halt auch Ordner, die sind ja auch so teilweise nicht so vorm Stadion zuständig, nur bis zur Stadiongrenze, die dann aber funken und dann zur Polizei und dann kommt zur Polizei an und dann läuft man weg, macht so zur Polizei noch so und ja, und flüchtet dann und man lacht sich und dann alle betrunken, alle schwitzen, laufen um die Ecken und müssen wir uns verstecken und dann sind wir weggelaufen und ja, dann ist das jetzt auch nicht so, dass wir dann jetzt so alle in Tarnmodus gehen und dann so Kapuze auf, war ja auch viel Alkohol im Spiel. Ja, und man feiert sich dann auch gleich untereinander, oh, geile Hauerei und krass und das müssen wir wieder machen und geile Aktion und ja, das ist dann so ganz wichtig, diesen Zuspruch dann auch so untereinander zu haben. Und ist dann halt einfach auch so, dass wir dann zurück zur Kneipe gegangen sind, nach wie vor da weiter gesoffen haben und man ist völlig aufgepusht, man denkt, man ist der größte Held und man ist unschlagbar. Eigentlich sind in andere Richtungen gegangen, damit wir als Gruppe nicht mehr aufzufinden waren. Dass es jetzt eine mega große Suchaktion der Polizei gegeben hat, kann ich jetzt auch nicht sagen, ja. Man weiß ja auch immer nicht, welche Verletzungen da sind, da macht man sich überhaupt keine Gedanken, was ist bei den anderen so verletzt, ja. Dann war das Spiel schon 20, 25 Minuten, was ich 30 Minuten am Laufen, wir zurück zur Kneipe, so, man läuft dann so rum und denkt, man ist der beschissene King Kong und trinkt dann noch, Schnaps, Bier und dann sagt man irgendwann, oh, wollen wir jetzt auch ins Stadion, und ja, ist völlig aufgepusht. Bin ich dann mit den 3, 4, mit denen ich dann da zur Kneipe gelaufen bin, bin ich mit den 3, 4 dann zum Stadion gegangen. Und die Körperhaltung ist schon die, die dann so ankotzt. Das ist die, die ich auch heute dann sehe, die, wo ich versucht habe, echt an meiner Körperhaltung zu arbeiten, dass ich nicht mehr dieses aggressive, mega protzige, immer angespannt stehen und so weiter. Ich sag's, Leute, wer das hier guckt und noch in dieser Rolle ist, lasst los. Ja, ihr müsst nicht grimmig gucken, ihr müsst nicht immer angespannt sein, es lebt sich damit viel, viel einfacher. Aber so war das damals noch nicht. Und dann geht man natürlich so zum Stadion und hat sich gerade geboxt, fühlt sich richtig hart, ja. Und kommt dann so an und dann, die Ordner hatten so die Tore zu, da wird dann immer nur so ein Gang noch durchgelassen, wo sie dann auch so Karten kontrollieren und dann kommen wir an und sagen so rein und die Ordner sagen, nee, das ist hier, das zu viel Aggressionspotenzial und zu alkoholisiert. Wieso war's, Alter? Weißt du, so, das, ne? Also sowieso ist Adrenalin ganz hoch gepusht, runtergefallen, jetzt fährt Adrenalin wieder hoch und ja, wie kannst du, ja, ohne Hate jetzt, wie kannst du Ordner mir jetzt hier sagen, hier, weißt du, ich komme nicht ins Stadion, was erlaubst du dir? Und dann fällt man auch gleich im Ton, man sagt dann auch nicht, man könnte ja dann auch sagen so, nee, alles klar, ja, ne, wir waren nur gerade noch in der Kneipe, das geht schon einigermaßen, der nüchtert auch gleich wieder aus, wir trinken gleich ein Wasser, komm bitte. Könnte man ja das Gespräch suchen, können einen Dialog machen und sagen, Mensch, nein, aber dann sagt man gleich, was, Alter, ich merke mir dein Gesicht und wer seid ihr hier, ihr wollt ihr zumachen, die Tor natürlich zu und wir dann ans Tor, dann versucht einer rüber zu klettern, die Ordner funken wieder durch, wir treten durchs Tor durch, ja, immer ran, versuchen den Ordner, man bedroht, man beleidigt, man fällt völlig raus, also das ist so. Und das passiert auch ganz vielen, die dann irgendwie im Job stehen, die Vertriebler sind, die Maurermeister sind, was weiß ich, die im Krankenhaus arbeiten, ist egal, dann beim Fußball ist auf einmal alles alkoholisiert in der Gruppe, dann schreien die auch alle Wörter und Beleidigungen, rassistisch, herabwürdigen von allen möglichen und ich natürlich ganz weit vorne, wir haben natürlich immer mit Rassismus sind wir gekommen und Abwertung allen anderen gegenüber, alle sind körperliche Lappen und wir jagen dich und wir bringen dich um und wir zerstören deine Mikrowelle und entführen deinen Hamster, alles querbeet und steht man da, tritt gegen den Zaun, rüttelt an dem Zaun so ganz hart, was mich ja auch immer nervt beim Fußball, so dieses so, ja, dann so die Maske auf und dann so am Zaun rüttelt, komm mal gleich rüber, ja, aber der Zaun hält mich zurück. Finde ich auch mal ganz peinlich, aber war ich auch mal ein Teil von, also vielleicht gibt es unter diesem Fußballvideo Hate, aber einige werden die Dynamiken hier kennen, wie das so funktioniert. Und dann bleibt man davor und da kann man auch nicht mehr zurückchillen. Also man kommt aus der Situation ja auch nicht mehr raus und sagt so, ja okay, dann gehen wir halt zurück zur Kneipe, scheiß drauf, bevor die Bullen jetzt kommen und so weiter. Nein, man kann das nicht auf sich sitzen lassen. Das eigene Ego ist einem wieder so doll im Weg, dass man gar nicht runterfahren kann, so wie ich es jetzt mache. Voll in der Situation wieder drin. Ich habe das noch sehr bildlich vor Augen. Dann ist man da, denkt, man ist der Größte und man kann nicht zurück. Und das ist immer sehr schade, das kann man lernen.
Natürlich lassen die Ordner das nicht auf sich sitzen. Die fühlen sich auch bedroht, haben auch Angst. Also ich glaube, das ist ein sehr undankbarer Job im Stadion teilweise. Wie man dort behandelt wird, wie man angegriffen wird, wie man beworfen wird, angerotzt wird, bekleckert wird und was weiß ich. Das, also Ehre geht raus. Ja, natürlich kommt die Polizei um die Ecke. Man versucht dann, wenn man sieht, dass die aus ihren Transportern kommen, ja, wenn die Turtles so rauskommen, voll angezogen, dann versucht man ja noch so ein bisschen und dann sagt man auf einmal, wir müssen los. Ja, Polizei hat dann immer keiner Bock drauf. Und dann sagt man so, ja, wir müssen doch immer los. Dann siehst du auf einmal und dann sagst du, komm, da die Richtung, die Richtung, die Richtung und wer erwischt wird, hat halt Pech. Ja, das ist dann so eine Taktik der Trennung in viele Richtungen, damit die Polizei sich auch irgendwie trennen muss und dann kommen vielleicht 2, 3, 4, 5 Leute weg. Wenn sie sich entscheiden, okay, wir gehen denen jetzt hinterher oder laufen denen hinterher, können die anderen in die andere Richtung flüchten. Ist halt so. Also dann über den Vorplatz, da ist so Betonstufen sind da so und da steht auch, glaube ich, so ein Hansa Rostock Logo oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und dann versucht so wegzugehen. Ja, wie unauffällig will man sich machen? Sowieso komplett in schwarz angezogen. New Balance Turnschuhe müssen sein. Ja, und dann, wie kann man sich dann anonymisieren? Unter der Werwolf-Jacke habe ich ein Werwolf-T-Shirt an. Ich habe dann diese schwarze Thorsteiner-Hose an, die kein Mensch braucht. Ich weiß, jetzt schreiben Leute wieder, so, braucht man doch. Ja, dann geh auf einen anderen Kanal. Ja, also so schnell so ein Anonymisieren in der Masse war nicht möglich. Wir waren ja schon recht eindeutig zu erkennen. Tattoos, Glatze, die Klamotten und so weiter. Und die Polizei hat sich dann natürlich auch entschieden, mir und jemand anderes aus meiner Kameradschaft hinterher. Wir wollten dann noch weglaufen, sind dann in die Arme der Polizei gelaufen. Und da war die Situation, Stadionspiel war erledigt, der Tag, wie der weiterging und wie wir dann als nächstes nach dem Fußball mit dem HSV nach Kopenhagen gefahren sind und was da passiert ist, wie wir dort auch jemanden verloren haben, das erzähle ich euch im nächsten Teil. Und ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Kanalmitglieder kriegen hier immer die Bilder. Auch die Leute von Patreon, vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön. Wir sind bald wieder unterwegs für Interviews, deswegen benötigen wir ein bisschen Support. Und extremistlos ist der Verein dahinter. Guckt mal rein. Es gibt auch die Homepage philipp-schlaffer.de. Könnt ihr auch ein Webinar mit mir machen. Und King unter den Kongs, das Buch ist raus. Hass macht Gewalt. Könnt ihr auch reinschauen. Ihr könnt hier alles nach wie vor kostenlos konsumieren. Ihr könnt einen Daumen oben da lassen für... Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen runter da lassen. Wenn ihr es scheiße findet, ihr dürft gerne immer kommentieren. Macht die Glocke an für ein Abo. Kostet euch nichts. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und verbleibe mit einem Ahoi von der Küste.